aber näher könnten sie nicht. Sie sich auch vielleicht einmal anfassen. Ja. So, servus. Also ich bin bis jetzt einmal in meinem Leben auf dem Pferd gesessen und ist schon ein paar Jahre her und hatte riesen Respekt davor, muss ich echt sagen. Weil es halt schon was anderes ist, wenn man, ja, man sitzt man schon hoch oben, also das unterschätzt man ein bisschen am Anfang. Aber das Pferd hat nicht so auf mich gehört, leider. Die haben zu mir gesagt, ich muss rechts am Zügel ziehen und rechts mit dem Fuß da so ein bisschen so reindingern und dass es dann eine Rechtskurve läuft. Und das ist aber eiskalt links in die Wand reingelaufen. Also, ja, das, entweder ich war zu doof oder das. Nee, es war einfach nicht gut ausgebildet. War nicht gut ausgebildet, gell? Lag nicht an dir, nein, absolut. Ich habe mir eher gedacht, ich bin Pferdeflüsterer. Das funktioniert wie bei Frauen, oder? Aber das ist nicht so. Ja, das ist der Live-Kinetik und der wird dann wird versteigert für einen guten Zweck. Für die Stiftung Fit for Future. Und da bin ich seit vielen Jahren Botschafter davon. Und da geht es darum, dass die Kinder wieder dazu gebracht werden, dass sie sich mehr bewegen. Weil das in der heutigen Zeit leider immer wenig der Fall ist oder viel zu wenig der Fall ist. Und genau, und da geht das Geld rein, dass viele Schulen mit Utensilien ausgestattet werden und Lehrer ausgebildet werden, dass sie mit Kindern vielleicht den Unterricht auch ein bisschen anders gestalten.